geht. Wollte nur mal kurz zeigen, wie krass ich zaubern kann. So, was haben wir hier? Erstmal, mein Name ist Klaus und ich heiße euch willkommen zu Ark Storytime. Und wir haben vor uns hier Harry Otter. Das ist Harry Otter, den habe ich gezähmt und ich habe mein Hogwarts-T-Shirt an. Das ist reiner Zufall gerade, dass ich das anhabe. Auf jeden Fall muss ich ein bisschen was erklären, weil ihr denkt, boah, letztes Mal, da waren doch hier nur die Spikes und so ein paar Dinos und so. Und das ist richtig. Ich habe im Stream ein bisschen das Haus weitergebaut und halt die Sachen hier hingestellt, die wir halt so erfarmt haben. Und ich habe gestern 3 Stunden lang aufgenommen. Und weil ich OBS dachte, das ist mein Aufnahmeprogramm, ich ändere einfach das Dateiformat, sodass das kein Schnittprogramm mehr lesen kann und Nico, der Profi, das auch nicht mehr wirklich umwandeln kann in vernünftiger Qualität, muss ich ja, euch jetzt erklären, was wir so gemacht haben. Also ich erkläre euch, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir Folgendes gemacht. Geh mal weg, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Bist ihr Gast? Ich würde gerne diese Leiter hochkommen, ohne dass du mich da runterschmeißt. Ist das möglich? Sonst haben wir die Entscheidung gleich gefällt, der hier am Leben bleibt, Freund der Sonne. So, wir haben im Prinzip gestern in der Aufnahme das Gewächshaus fertig gemacht. Teilweise. Also die Wände stehen, die Beete stehen und wir haben die Dungbeete oben. Und da haben wir jetzt Dünger drin, Dünger produzieren, die, wenn man da Kot reinpackt. Kot bekommen wir an folgender Stelle, und zwar von diesem Kollegen hier, den haben wir auch gezähmt. Da ballert man einfach die ganzen Stimbeeren rein und dann geht das hier los. Ne, das kann man dann aufheben und packt das da oben rein. Haben wir sonst noch was? Haben wir sonst noch was gemacht? Ja, genau, wir haben Sandra jetzt benannt. Sie heißt jetzt Sandra S. Armenbank habe ich jetzt mal weggelassen, einfach nur aus Gründen der Monetarisierung. YouTube stellt sich momentan ein bisschen an. Was haben wir noch getan? Was haben wir noch getan? Was haben wir noch getan? Ah, genau, ich habe 4 Alphas gekillt mit ein paar Explorer Notes und bin jetzt Level 95. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt soweit alles, was wir theoretisch bräuchten, um jetzt die Bosse angehen zu können. Bis auf die Dinos, die wir noch brauchen. Dafür müssen wir uns noch ein bisschen was zähmen und dann zischen. Bitte gehen sie weg. Und bei mir ist es gerade 12.19 Uhr am Freitag. An diesem Freitag kommt auch das Video raus. Bis 15 Uhr muss es hochgeladen sein und bis 15 Uhr möchte ich auch gerne die Wohnung verlassen haben, damit ich mich Richtung Kiel auf den Weg machen kann, weil ich noch einen Termin habe. Das heißt, jetzt wird es richtig witzig. Bedanke nochmal an Streamlabs OBS für das Umstellen der Datei. So, aber was machen wir heute? Und wir machen heute Folgendes. Ich muss natürlich gucken, was wir jetzt machen. Das ist jetzt mit Abstand schon die beste Folge, die dieses Format haben wird. Wir haben hier 2 Paras, die habe ich ja hier so ein bisschen, sag mal, die gastieren gerade hier in der Bude. Und zwar haben wir hier einmal den bläulichen und einmal den türkisen. Bitte zeig die doch mal. Hier, ich muss die doch jetzt gerade mal ein bisschen anbieten. Ja, ich muss dich den Leuten mal kurz präsentieren, die müssen noch abstimmen. Sagen wir mal hier schwarz, schwarz-silber, ja? Und ihr könnt jetzt oben abstimmen auf dem i, welchen wir dann zähmen wollen, denn Günther ist eigentlich ein Weibchen und Günther braucht ja noch das passende Gegenstück dazu. Dann können wir noch ein paar Tech-Para-Babys machen und die hier so ringsherum aufstellen, weil Günther dreht momentan auch echt durch. Der ist die ganze Zeit auf Spotten eingestellt und spottet uns hier weg, was geht. Also da einmal bitte abstimmen, welchen wir gerne zähmen wollen, damit wir schöne Tech-Paras machen können. Ansonsten werden wir jetzt endlich mal die Wasserleitung legen. Wir werden die Wasserleitung legen, damit wir hier ein bisschen Wasser drin haben, das Ganze bewässert wird. Wir können dann hier nochmal ein paar Level grabben und das ist eigentlich auch voll egal, weil wir sind Level 95 und ich glaube nicht, dass wir unbedingt noch die Narko-Bären-Produktion brauchen werden. Ist aber egal. Damit können wir noch Kibbel herstellen. Das brauchen wir auch, um uns Dinos zu zähmen. Also würde ich sagen, fangen wir mal einfach an. Aber, Moment mal, was ist das hier im Inventar? Ja, Mini HLNA-Skin. Können wir hier auf die Nebenhand ziehen? Gibt sich auch auf Deutsch. War nicht drin, ne? Bei Wildcard. Kann man irgendwas mit dem machen noch? Das Ding folgt uns jetzt auf jeden Fall. Erinnert mich auf jeden Fall stark an den Agility Spark aus Halo, genauso wie die Schwerter aus dem Trailer. Wer sagt Destiny, hat einfach keinen Plan. Halo war vor Destiny da. Bungie macht Destiny. Bungie hat auch Halo gemacht. So, wir kümmern uns jetzt um das Wasser. Ja, das Ding. Achso, warte mal. Das folgt uns jetzt einfach und gibt uns halt Informationen, ne? Das ist halt aus dem neuen Season Pass, der kommen wird. Und ich glaube, wenn wir Emotes abspielen. Gut, also das Ding reagiert halt, wenn. Bitte der Agentavis. Agentavis, kommen Sie bitte. Agentavis, der erste. Das ist aber auch mal Schluss. Wie schnell ist das Ding? Okay, es ist egal, wie schnell wir sind. Das Ding kommt uns hinterher. Sehr schön. Ist ein bisschen penetrant, aber mal gucken. Wird noch interessant werden, auf jeden Fall, was da im Dezember rauskommt. Haben wir denn noch Stein, um die Steinleitung zu legen? Also, ich nehme jetzt hier so eine Intersection, also so ein Dreieck. So eine Kreuzung, meine ich. So, und die können wir jetzt theoretisch... Ach komm, wir machen das komplett richtig. Wir nehmen das jetzt mit der Leiter. So, absoluter Pro-Move auf die Leiter. Die Maus nicht mehr bewegen. Ach, verdammt. Ach, verdammt, Dungbeetle. Weg mit dir. Alles zerstört das noch. Die kommt halt maximal da raus. Das ist schön. Dann haben wir nämlich die Wasserleitung ideal hierher gelegt. Und dann können wir nämlich jetzt einfach hier die Dinger hochziehen. Und jetzt ist die Frage, machen wir das 2 hoch oder 1 hoch? Nee, das sticht dann da. Ah, wobei, das könnte gar nicht so schlecht aussehen. Mal sehen. Ich schau mal eben. Und das würde dann tatsächlich
hier oben in der Ceiling verlaufen. Allerdings würden die Dinger dann oben rausgucken. Sieht halt auch nicht so nice aus. Also lassen wir das. Dann setzen wir die einfach ein bisschen tiefer. Ist ja auch nicht so schlimm. Das Ding nervt ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich bin sogar so klein, dass ich da unter durchlaufen könnte. Ha, hat es doch was gebracht, die Charaktererstellung so zu machen. So, das heißt, hier wäre die Bewässerung fertig. Und jetzt können wir hier außen ansetzen und das Ganze eben gerade irgendwo hinziehen, damit das eben nicht ganz so hässlich aussieht. Aber Nico, man kann das doch auch wegmachen. Man kann das doch verstecken. Nächster Pro-Tipp, Assistenten-Petri nehmen. Da ist übrigens Assistenten-Petri, ich habe den in irgendeiner Folge mal Assistenten-Petri genannt. Also heißt er jetzt einfach auch so. Damit fliegen wir dann einfach mal hier rüber und dann können wir auch gucken, ob wir noch ein Stück weiter müssen. Wir ziehen übrigens uns das schöne Sumpfwasser nach oben, ne? Das schmeckt immer noch am besten. Wo ist denn hier das Wasser überhaupt? Das ist doch hier, ist das hier Boden oder ist das, das ist Boden offensichtlich? Also was mir gerade einfällt, ich kann euch noch übrigens zeigen, warum. Das ist ja mega nice. Und du bist ja doch cool. Also es ist einfach Licht da, wie cool ist das denn? Sehr, sehr schön. Das heißt, man kann jetzt hier schön auch in der Nacht abbauen und bekommt zumindest Licht auf die Stelle, wo man gerade abbaut. Ich meine, natürlich hätte man vorher auch den hier machen können. So, gar kein Problem. Aber das ist schon mega cool auf jeden Fall, dass die am jetzt hier noch leuchtet. Es ist auch ein schönes Licht. Sehr schön, das freut mich. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich kann euch nachher noch den Otter zeigen, warum ich mir den überhaupt gezähmt habe und was der halt eben kann. 354 Steine sollten reichen. Mit Argentavis den ersten mal eben hier ein bisschen nochmal die Dinger langziehen. Und ja, wir hätten das natürlich jetzt noch ein weiter runtersetzen können oder mehrere weiter runter, dass es halt wirklich am Berg lang läuft und wir das auch gar nicht mehr so sehr sehen. Ist mir aber so wumpe mit den Wasserleitungen. Wahnsinn! Wir haben es geschafft! Wasser! Wir haben Wasser oben in den Feldern. Ich meine, gut, dass es jetzt so nebelig ist. Die Wasserleitung sieht komplett verhunzt aus. Ah, Gottes Willen. Egal, wir haben Wasser oben drin. Wir gucken mal, ob das jetzt alles funktioniert, ob die Felder bewässert sind. Sag mal, wer hat euch denn jetzt rausgelassen? Wo ist der andere? Wir haben hier Nummer 1, wir haben hier Nummer 2. Freunde, das hat doch seinen Grund... Entschuldigen Sie bitte. Es hat doch seinen Grund, warum ihr jetzt genau da drin seid und warum Argentavis der Erste davor steht, damit ihr eben nicht rauskommt. Es ist ja noch gar nicht entschieden, wer von euch hier rumlaufen wird, Mensch. Yay, es läuft Wasser raus und eigentlich müssten alle Felder bewässert sein. Yes. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das ist leider ein bisschen nebelig und dunkel. Aber wir nehmen jetzt mal und Harry Otter mit. Der ist jetzt bei uns auf der Schulter. Was halt super cool ist und er hat einen kleinen Zaubererhut auf. Es ist mega. Okay? Habe ich irgendwas Schweres noch in den Taschen? Das ist ein Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt nochmal zeigen, was der Otter so Tolles kann. Irgendjemand Schlaues von euch ist in den Kommentaren, ne? Ich suche Level 150er Dinos. Ja, mir wurde gesagt, Schwierigkeitsgrad Nummer 4 müsste ich eingeben. Dann würde das was werden. Aber wie wirkt sich das denn darauf aus, auf die Bosse später, wenn ich das ja im Singleplayer mache? Weil ich will ja doch Level 150er Tiere haben, auf jeden Fall. Macht ja sonst mal gar keinen Sinn, mit einem Level 8er Megatherium irgendwie gegen den Boss anzugehen. So, der Otter ist auf neutral eingestellt. Jetzt frage ich mich mal, was das Ding im Wasser macht. Also nicht der Otter, sondern die kleine Drohne, die wir haben. Ja, die ist einfach mit unter Wasser, alles klar. Ach, herrlich. Kann ich bitte... Warum... Ach, verdammt. Nein. Warum machst du so viel Damage? Mein Otter. Du tötest meinen Otter nicht. Du tötest meinen Otter überhaupt nicht, Freund der Sonne. Wo ist dieser blöde Kanu hin? Wenn ich sterbe, stirbt mein Otter. Das heißt, du stirbst. So. Ja, das war ein Level 72er. Jetzt können wir ihn noch pfeifen, genau wie den, wie die Möwe und den Fisch sollte er auf jeden Fall auch platt kriegen. Da kommt unser kleiner Otterfreund. Er hat eine Siziumperle für uns. Mega cool einfach nur. Das war auf jeden Fall das, was ich euch noch zeigen wollte mit Harry Otter. Also auf jeden Fall kann er für uns Lithium-Perlen und schwarze Perlen aussammeln und bringt sie dann immer zu uns zurück. Allerdings müssen wir halt aufpassen, dass er nicht dabei stirbt. Das heißt, gegen Piranhas und sowas sollte man das eben nicht machen. Generell gegen andere Fische, die zurück angreifen, eben auch nicht. Ich habe aber tatsächlich meine Siliziumperlen andersweitig bekommen für den Spinosattel, weil den haben wir ja jetzt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und da hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich einfach mal im Schneebiom nachgucken soll. Da sind am Ufer immer noch Siliziumperlen, die man locker aufsammeln kann, ohne weit ins Wasser zu gehen. Also es war auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Danke dafür. Dafür habe ich mich im letzten Video eigentlich auch bedankt. Aber wie gesagt, die Aufnahme ist ja weg. So, das soll soweit mit dieser Folge gewesen sein. Ich habe eben nochmal alle Pflanzen angepflanzt, die wir so haben. Also es sind wirklich alle, die wir in Ark haben, die man so anpflanzen kann. Wir haben davon dreimal Narkobären gemacht, falls wir zum Schluss nochmal irgendwie leveln müssen über vergammeltes Fleisch und Narkosebären. Die Dungeonbiete sind nochmal vollgemacht worden. Harry Otter ist wieder lebendig zu Hause. Der Kanu konnte uns nichts antun. Wasserleitungen sind verlegt. Und ich würde sagen, nächstes Mal muss es dann quasi losgehen mit dem Zähmen und dem Züchten von größeren Dinos, damit wir uns Richtung Bossfights aufmachen können. Ja, wir haben noch nicht alle Höhlen gemacht, aber uns fehlen für, zum Beispiel für die Brutmutter nur noch zwei und ich weiß, wo die sind. Und das ist auch nicht so das Problem. Wir brauchen aber die Dinos eben, um die Brutmutter zu machen. Und dafür brauchen wir Megatherien. Wie gesagt, wenn jemand einen Plan hat im Singleplayer, welchen Wert ich noch einstellen könnte, damit das irgendwie auf 150 hochgeht und wir Dinos haben, mit denen wir wirklich die Brutmutter auch schaffen können, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sag einfach mal
Bis dahin und ciao.